Hitze, die Hitze, die schlaucht einen. Kannst du mal Wasser sammeln gehen und angeln gehen nochmal? Wir probieren es nochmal, wir gehen einfach nochmal raus in den Regen. Ja, ich weiß, du hast Angst, aber wir brauchen Geld. Du brauchst eine Toilette. Süße, du brauchst eine Toilette. Und vielleicht irgendwann mal ein Waschbecken. Der hat einen Wasserüberschuss. Haben wir eigentlich das gemacht, dass es das speichert? Denn ich will das eigentlich gar nicht kaufen. Wo mache ich denn das jetzt? Mache ich nicht hier? Wo mache ich das? Hab schon wieder vergessen. Das habe ich schon wieder vergessen, wo ich das mache. Das mache ich doch im Baumenü. Das mache ich doch hier irgendwo. Nee. Oh mein Gott, ich habe schon so lange kein Sims mehr gespielt. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wo man das macht. Oh, oh, das tut weh. Oh je. Mimpi, weißt du, wo ich das mache, dass das nicht verloren geht, dass sie da, was sie da gespeichert hat? Ich finde es einfach nicht mehr. Nee, im Kalender war es auch nicht. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Rechnungsinfo anzeigen hier. Strom speichern. Wasser speichern. Oh mein Gott. Man merkt einfach, dass ich das schon so ewig nicht mehr gespielt habe. Ja, jetzt war ich schneller. Oh, manchmal. Ich weiß, geht derzeit nicht zur Schule. Ist auch gut so, wenn sie nicht geht. Aber wir bräuchten mal ein Klo. Süße, bevor du rot bist, vielleicht noch zwei Fische oder so. Komm, komm, komm. Oh, du hast was geangelt. Oh, zum Teil. Noch eins, komm. Oh, und jetzt wird's schon rot. Oh, die Böen. Das verkaufen wir. Es gibt nur 10. Jetzt haben wir 100 Simoleons. Aber eine Toilette reicht's nicht. Ja, wie mit dem Baumenü heute schaffen. Wir brauchen abseits des Netzes hier Wasser. Was? Wasser? Hallöchen. Oh nein, keine Toilette. Oh, die kostet 150. Das ist aber echt blöd. Könnten wir uns einen Busch leisten, wo wir Pipi machen können? Ein Pipi-Busch. Bitte, ein Pipi-Busch. In welchem Busch? Partybusch, Blase. Kostet 55. Kostet auch 55. Dann ist ja eigentlich egal. Nochmal einen gibt's nicht. Aber wir nehmen einfach so ein. Achso, den müssen wir innen drin hinstellen. Ja. Den stellen wir hier hin. So. Guck mal, du darfst in Pipi-Busch gehen. Der kostet wenigstens noch 55 Simoleons. Komm, ein Fischi noch und dann ist erlöst. Hopp, einer noch. Bevor es in die Hosen geht. Halt, stopp, geh, geh. Was haben wir gekriegt? Ein Apfel. Ja, hallo? Wir stolpen? Pipi-Busch? Los, hottig. Oh mein Gott, gerade noch so. Und wir haben einen Apfel. Ein Apfel. Ich fasse es gar nicht. Ein Apfel. Pflanzen.
Ja, ich trigger dich heute ganz arg, ich weiß. Und du musst mit jemandem telefonieren, wir kennen aber niemand. Halt, ist das ein Kind? Ist das ein Kind? Hallöchen? Miki? Freundlich? Freundlich vorstellen. Warte, bis wir den Apfel gepflanzt haben. Nicht wegrennen! Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wir wollen uns vorstellen. Schnell! Schnell! Die Kinder dürfen uns hier anfreunden. Oh mein Gott. Oh. Ja. Genau, über Lieblingstier reden. Wir haben zwar keins, aber was soll's. Freundlich. Smalltalk. Genau, sprechen wir über das Gewitter. Frag mal, magst du das Gewitter auch nicht so? Okay. Halt, was machst du denn? Hier hingehen. Spiel doch nicht auf den Regen. Oh mein Gott. Kind. Ja, Kinder können leider nicht über Plopsi verkaufen. Das geht nicht. Zumindest das, was ich weiß, aber wir können es gern probieren. Nein. Karte lesen. Geht nicht. Oh, schnell geht er rein. Und dann gucken wir mal. So. Ja. Gibt's gar nicht. Oh mein Gott. Oh nein. Die arme kleine Maus. Was macht denn die da? Die fürchtet sich so. Ach Gott. Süße. Wir haben 22 Uhr. Komm, geh mal schlafen. Lass mal den Baum Baum sein. Der wächst schon von alleine. Wasser kriegt er auch. Na, wir schlafen jetzt ein bisschen. Können wir vielleicht vor der Schule die Pflanzen noch ernten? Das wäre echt cool. Albtraum! Oh mein Gott! Geh nochmal schlafen. Tut mir echt leid für deinen Albtraum. Ausgeschlafen. Jetzt hat sie Hunger. Echt jetzt? Erstmal Cerealien. Ja, ich mache das jetzt schneller, weil denn sie soll sich Dings holen, jetzt die Pflanzen. Hilf wurde. Oh nein, geht immer noch nicht. Ernsthaft? Echt jetzt? Die hat doch 4. Wie viel Mentalitätsfähigkeit brauchen wir denn hier eigentlich? Gibt's doch gar nicht. Jetzt gehen die ganzen Pflanzen hier jetzt flöten. Das ist ja echt blöd. Jetzt gehe ich nach Frische suchen. Da graben. Hoffentlich reicht es noch von der Uhrzeit her. Aufi, 8 Uhr müssen wir wieder zu Hause sein. Oh, das reicht immer. Das reicht immer. Jetzt kann ich gerade mal hier hingehen, denn verboten ist es, nach 8 Uhr draußen zu sein. Wir haben Montag. Ja. So, jetzt kannst du spielen. Oh, guck mal, fossil extrahieren. Ja, dann geh mal damit reden. Oh, wir haben nochmal. Und das dürfen wir alles nicht verkaufen. Aber das können wir verkaufen. Das wollen wir nicht. Und
225 Simoleons. Ja, alter Schwede, was ist denn da los? Das ist ja super. Und der Froschi, den hebt mal auf. Kann man bestimmt Frösche züchten. Na, Mentalität, die. Oh mein Gott! Minions-Lage. Aber es geht wieder, man hört's wieder. Yay! Ja. Hi, Sancho. Wissenschaftstisch, Schachbrett, wir wissen nicht. Haben wir hier einen Schachtisch? Vielleicht in dem Park dann? Wo ist der Park hier? Nö. Wie geht's dir, Sancho? Hoffe, alles gut. Okay, Quatschen steigt, aber wir haben immer noch keine Toilette. Ach, bestäub einfach da nochmal. Dann Geschichte über Blattwanzen erzählen. Freut mich, wenn dir es gut geht. Ich habe mich heute kurzerhand entschlossen, mal nochmal zu streamen. Mir war einfach danach. So, jetzt er geht mal mit dem Pflänzli, wo die Blattpflänzlis. Hihi. Die lacht über ihre eigene Witze, ist das cool. Guck mal. Ja, es regnet schon wieder. Nimm dir doch mal einen Joghurt. Komm. Die freut sich jetzt auf einmal über den Regen. Vorhin hat sie noch Angst gehabt vom Gewitter. Aha, das geht so nicht. Geht nur so. Dann machen wir so ein Bildlein. Nee, ich habe das eigentlich umgestellt. Jetzt ist sie aufgestanden. Ja, ich habe das aber umgestellt. Komm, mach mich nicht schwach. Da steht. Oh mein Gott. Der nimmt gar nichts, was man da eingibt. So, jetzt aber. Das ist so nervig. Wenn ich das über OBS mache, dann nimmt er mir das nicht. Das muss ich echt. Aber das funktioniert. Oh, wie herrlich. Also muss ich das in Zukunft tatsächlich nicht über OBS machen, sondern über den Browser selber. Ja, so ist das. Zu, da wieder kein Ton. Jetzt aber. Und stinken tust du auch. Okay, ziemlich lecker. Ein grüner Freund und tolle Zeit im Regen. Die macht mich wahnsinnig.
Vorhin hat sie so Schiss gehabt vorm Gewitter und war sie gar nicht wohl. Jetzt freut sie sich über den Regen. Was ist falsch mit dir? Unsere Joyce, Carter, JC genannt. Ja.11 Uhr, oh mein Gott, das dauert ja noch so lang, bis 15 Uhr. Lassen wir die Schule sammeln, amüsieren uns ein bisschen. Ich drück's mal eiskalt weg. Nein, lassen Sie die Schule nicht sausen, denn wir dürfen das Grundstück nicht verlassen. Erst 15 Uhr, wenn die Schule aus ist. Jetzt fühlt sie sich unwohl. Na toll. Na toll, dann komm mal hier wieder rein. Wenn du dich unwohl fühlst, gehst du jetzt bitte hier rein. Auf, zack, zack, Mädchen. So, und dann könnten wir vielleicht jetzt nasse Kleidung ausziehen. So, jetzt ist der wieder trocken. Guck mal, und dann kannst du hier spielen. Es regnet doch. Gerade hast du dich beschwert, dass es dir nass ist. Mensch. Mensch. Hatte sich gerade Rotz am Pulli abgeputzt? Hui, das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Was steigt da? Die Kreativität. Sancho. Ja, mein erstes Solo Stream, genau. Sancho, deine Frau weiß doch bestimmt, ab welcher Mentalitätsfähigkeit man die Pflanzen als Kind abernten kann. Die hat 4 und es geht noch nicht. Muss das irgendwie rausfinden, ab wann sie das kann. Bei Pflanzen abernten gibt halt schon einiges an Simoleons. Was willst du jetzt machen? Getränk nehmen. Na toll. Echt jetzt? Da muss ich doch wieder pinkeln. Sie hat keine Ahnung. Dann geht's ihr wie mir. Das passt ja. Ja, ich liebe es. Es geht endlich wieder. Oh mein Gott. Ja, Süße, es sind noch fast 2 Stunden. Du ja, zerstört mir mein Sound, oder? Ich glaube nicht, dass er das schafft. Ich bin ja froh, dass er wieder geht. Oh, komm, ein bisschen schneller. Hauptsache nicht das Grundstück verlassen. So, noch eine Stunde. Ist sowas von langweilig, gell, Kleine? Mir auch. Rip. Nein, die stirbt doch nicht. Wieso soll sie denn sterben? Nein, dann ist die Challenge verloren. Wo gehst du hin? Zum Bäumchen. Ach ja, erzähl dem Pflänzchen doch was. Guck mal, wir dürfen gleich raus zum Angeln. So, vergiss es. Du bist wieder geknechtet von mir. Angeln gehen. Aufi. Hurtig. Die Challenge, warte. Pusht sie nochmal kurz rein. Die
angelt ja eh jetzt. Die angelt ja, die angelt ja. Hier ist nochmal der Link zu der Challenge. Es nennt sich Lucky Diamond Challenge. Ja, ich mal geschrieben. Ein Fischi! Sie hat ein Fischi! Guck mal, den können wir verkaufen. Und den Fischi verkaufen wir auch. 21 Simoleons. Yay! Mentalität. Ab wann kann ich denn jetzt da diese Pflanzen abernten? Und die Kinder laufen vorbei. Oh, immer noch nicht. Ernsthaft? Ja, die Abstimmung wollen wir auch nicht. Komm, Mentalität 6. Es regnet schon wieder. Das mag sein. Ja, ein bisschen schneller hier. Ich Danton, nein, danke. Das heißt wohl, ich muss trinken. Prost auf euch. Heute gibt es Gartenlimonade. Zitrone. Das kann den glitschigen, schuppigen Dingern einfach nichts abgewinnen. Soll sie den Tatsachen ins Auge sehen, dass sie Angeln nicht mag? Nein. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Mentalität 6? Komm, jetzt aber. Jawohl! Mit Level 6 geht's. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Typ. Mein Gott. Ist das creepy. Ja, wir können endlich Pflänzlis ernten. Schnell, die Rosen. Ja, und die Erdbeeren. Dann kriegen wir endlich Essen. Oh mein Gott, jawohl. Es kommt Geld ins Haus. Ein paar Pilzchen. Waren hier nicht auch noch Pilze hier unten? Bin ich jetzt doof? Waren auch mal sonst Pilze? Ja. Ich weiß, dass die Hygiene zu wünschen übrig lässt, aber daran kann sie nicht sterben. Was habe ich denn jetzt geerntet? Bringt mich draus. Ich glaube, die habe ich jetzt schon, ne? Ach, egal, mache ich es nochmal, klick's nochmal an. Und Zwiebeln. Aber wir haben kein Geld. Wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen, damit wir uns Dings holen können. Waschbecken. Deswegen muss ich das jetzt aushalten. Und dann kann sie mal. Geht nicht. Ja, jetzt komm, mach hinne. Schlafen kannst du dann nachher. Eine Erdbeere essen. Und ein Pilz essen. Sollte dann mal helfen. Oh, du bist schon hier. Großartig, dann können wir gleich weitermachen. Das ist wichtig. Sie braucht Geld. Ohne Geld kann sie nämlich hier nicht sich ein Waschbecken kaufen und so weiter und so fort. Das ist nämlich ganz wichtig. Oder vielleicht eine Dusche. So, die erste Dusche wäre ja auch schon mal von Vorteil. Das kann sie nicht. Aber die Zwiebeln kann sie holen. Und die Löwenmäulchen hier noch. Ach komm, mach hinne. Wir müssen das Zeug holen. Ach, da kann man nicht. Das ist hier. Hier, guck mal. Und dann gehe ich hier hin. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir zusammen.
sie im See baden. Das geht nicht, die kann da nicht rein zu baden. Das geht nicht. So, jetzt holt sie sich was zum Essen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Oh, guck mal, was sie da hat. Multi-Dings da. Wir pflanzen. Eine Erdbeere, dann brauchen wir eine Rose. Wir nehmen von jeder Sorte, pflanzen wir hier was ein. Oh, das haben wir gekriegt. Das ist ja klasse. Dann was haben wir hier? Genau, eine Zwiebel und ein Pilzi. Und jetzt können wir den Rest verkaufen. Ah, machen wir vielleicht zwei Rosen. Obwohl, Rosen gibt es ja echt. Ja, kriegen wir wieder. 319 Simoleons. Ja. Das Moin Moin habe ich gar nicht gehört. Oder kommt das jetzt so verspätet, dass das dran steht? Nee, die Erdbeeren brauchen wir noch. Die Erdbeeren brauchen wir noch. Die dürfen wir nicht verkaufen. Pilze brauchen wir auch noch. Müssen wir essen. So. Jetzt können wir uns vielleicht eine Toilette oder eine Dusche kaufen. Genau. Ist dir kalt? Warte mal kurz. Kannst du nicht deine nassen Sachen ausziehen? Also, dann halt nicht. Besuchsanfall kriegen wir nicht. Okay. Jetzt gucken wir mal nach einer Toilette und nach einer Dusche. Wir müssen natürlich abseits des Netzes alles nehmen. Aber sieht doch schon gut aus. Da haben wir eine richtige Toilette mit 250 Simoleons. Tja, das ist jetzt echt blöd. Muss ich echt gucken, wie wir das jetzt hinstellen. Eine Dusche. Das wäre die günstigste mit 300. Komm, wir nehmen so eine. Es soll ja nicht jeder gleich zugucken können, wenn es duschen geht. Hallöchen. Ist da auch mal eine schöne? Naja, schöne nicht anders. Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer. Da frage ich mich manchmal, was fällt IE da ein? Geht das jetzt? Die guckt raus. Das habe ich mir fast schon gedacht. Dann muss ich die Dusche hier hinsetzen. Und die Toilette so. Ja, irgendwie. Irgendwie. Guckt sie jetzt immer noch raus? Nein. Okay. Ja. Dann machen wir das einfach so jetzt. Ein Waschbecken wäre jetzt nicht noch schlecht. 120. Wir nehmen kein Waschbecken. Nee. Nee, kein. Gar nichts machen wir da. Guck mal, du kannst jetzt hier mal richtig auf die Toilette gehen. Mal den Pipi-Busch nachher wegmachen. Ach, guck mal, du gehst ja schon freiwillig duschen. Sehr schön. Seht ihr, jetzt hat sie eine Dusche. Sanchos Kind wird voll vernachlässigt. Hat ja keine Mama. Mama ist gestorben.
Die war schwer krank. Und dann hat sie einfach das Grundstück mit einem Zaun drumherum gekriegt, wo muss sich jetzt alles erkämpfen. Geht auch nicht zur Schule. Ja, und dann darf sie schlafen. Gute Nacht, meine süße Maus. Yes. Die lacht im Schlaf. Das ist cool. Ah, 5 Uhr. Ich lasse sie jetzt nicht länger schlafen. Ich lasse sie jetzt aufstehen. Denn sie geht mal wieder hier Zeugel ernten. Wat mut, dat mut. Das kann sie nicht ernten. So ein Mist. Frische suchen. Pilze ernten. Na komm. 8 Uhr müssen wir zu Hause sein. Wollen wir es schaffen? Komm, das geht noch. Nee, geht nicht. Ab, nach Hause, schnell. 8 Uhr, jawohl. Oh Gott. Gott, das war echt knapp. So, jetzt geh aufs Klo. Das artet echt in Stress aus, wenn man da muss. Hattest du vorhin nicht runtergespült? Schäm dich, Mädchen, schäm dich. Mal Auto, das Pflanzen. Also kann es das sein, dass das alles Verzögerungen hat im Chat, wenn ihr das Zeug spielt vom Sound Alerts? Hat Steam da nicht? Eigentlich kann ich dir jetzt verkaufen. Das auch mal wieder. Oh, was haben wir da gekriegt? Das verkaufen wir auch. Frösche züchten mit. Gibt einen dritten. Na, ganz toll. Ja, das haben die vorhin alles gespielt. Und ich glaube, das steht jetzt einfach so total verzögert dran. Also ganz stimmt da irgendwas noch nicht, Kasi. Da müssen wir noch mal ran. Keine Ahnung, was da los ist. So, halt. Vielleicht würdest du jetzt mal auch alles gießen. Läuft er einfach weg? Was ist das? Rose. Was ist das? Löwenmäulchen, okay. Dann stimmt das schon. Aber hast du die gegossen? Okay. I don't know. Oh, so viele.